Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der heutigen Folge vom Leitstellenspiel, heute auf dem Dönerstag. Jawohl, Döner, das ist das Stichwort am heutigen Tag. Also ich habe gerade einen gegessen und ihr? Ja, schön mit Hähnchenfleisch. Ach, ich mag das trockene Rind nicht so ganz. Aber gut. Darum soll es nicht gehen. Wir wollen gucken. Beziehungsweise nein, wir wollen nicht gucken. Also, ich habe mir jetzt mal ein Herz genommen und habe jetzt hier einfach mal die Flughafenerweiterung mit Coins in Auftrag gegeben. Das heißt, wir haben jetzt auch keine mehr. Aber egal, dafür sind sie ja schließlich auch da. Ne, also, das ist jetzt, das läuft. Da müssen wir uns dann jetzt aber auch darum kümmern, dass wir da jetzt dann auch die nötigen Fahrzeuge hinbekommen, die wir dann auch benötigen. Ne? Also wir werden da auf jeden Fall Moment, Moment, warum ist das FLF nicht hier unter Tankfahrzeuge? Was soll das? Ist das hier? Ist das nicht über andere Fahrzeuge? Was soll denn das? Sprechwunsch. Achso, das kann ich ja noch gar Sprechwunsch. nicht, weil das wird mir erst angezeigt, wenn ich. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das war jetzt mal gerade mein Denkfehler. Alles gut. Ja, und ich wundere an, Fenster ist aus, sonst gehe ich hier oben ein. Dementsprechend ist auch die Kulisse wieder wie in der letzten Fensteroffenperiode etwas lauter. Aber gut. Müssen wir durch. Also, da müsst ihr weniger durch, als ich durch muss, weil ich höre das den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ne, wartet mal, bis die Erntezeit wieder losgeht. Oh, ja. Oh, das wird schön. Gut. Ja, Einsätze lassen wir heute mal so ein bisschen nebenbei. Haben wir gestern ganz gut gemacht. Mir ist da irgendwas noch durch den Kopf gegangen, was ich eigentlich erzählen wollte, aber es ist irgendwie schon wieder weg. Ja. Ja, genau. Stichwort Flughafenfeuerwehr. Das, was wir hier im Spiel machen, ist natürlich flughafenfeuerwehrtechnisch schon ein bisschen rudimentär. Aber nichtsdestotrotz können wir das Beste draus machen. Müssen mal gucken, vielleicht werden wir auch noch eine zweite machen. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Flughafenfeuerwehr hier unten machen. Schon alleine, das wird dann so eine Kombi-Feuerwehr werden aus Werksfeuerwehr und Flughafenfeuerwehr, wobei die Flughafenfeuerwehr auch eine Werksfeuerwehr ist. Umgekehrt weniger. Also eine Werksfeuerwehr muss nicht zwingend eine Flughafenfeuerwehr sein. Aber eine Flughafenfeuerwehr ist erstmal grundsätzlich eine Werksfeuerwehr, sofern sie nicht von der Berufsfeuerwehr betrieben wird. Gott, ist das kompliziert und schwer. Nein. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen weiter tiefer in die Materie reingehen. Also der Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Ich nenne ihn Fuhlsbüttel, weil das ist für mich jetzt auch der Begriff, ob der Helmut Schmidt heißt oder Japan-Feldener Kreisum. Egal, ich meine den Flughafen Fuhlsbüttel. In Fuhlsbüttel. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein internationaler, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Hier können ja alle Flugzeuge landen. Ne? So wie ich das mitgekriegt habe, soll da ja jetzt auch so demnächst, läuft schon, ich weiß nicht, A380 landen. Das heißt also, 747 kann hier auch auf jeden Fall landen und da haben wir ja auch gesehen zum G20-Gipfel spätestens, also die Trump One, die kann ja auch landen. Also die Trump One, diese blau-weiße. Ich will nicht sagen Air Force One. Die Air Force One ist für mich immer ein Präsident, den ich auch als ausländischer Staatsbürger mit Ehrfurcht betrachte. Das tue ich bei Trump jetzt nicht. Deswegen ist es für mich die Trump One. Kriege ich da jetzt vom FBI Ärger? Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Die wenigsten von euch werden sicherlich wissen, dass es in der Luftfahrt. Nein, es wissen alle, dass es in der Luftfahrt natürlich Gesetze, Regeln und Vorschriften gibt. Aber die wenigsten wissen, dass jeder Flugzeugtyp eine bestimmte oder eine gewisse Freidistanz hat zwischen den Notfallflughäfen. So, und da wir nun mal in Hamburg sind und da liegt es nahe, dass wir uns ein bisschen mit Airbus befassen, kann man in der Faustregel sagen,
Abweichungen gibt es natürlich immer, dass die Airbus-Flugzeuge mindestens 120 Minuten oder sogar 180 Minuten haben können. Also, nee, nicht mindestens, maximal. Maximal. Es gibt auch Ausnahmen mit dem, ich glaube, mit dem A350, der ist aktuell bei 370 Minuten, irgendwie sowas. Also der kann quasi mal über 6 Stunden zwischen Notfallflughäfen haben. Alleine dem geschuldet, weil der so gute Triebwerke hat. Ne? So, ja, wie komme ich drauf? Ja, erstens Hamburg, weil wegen Airbus, ne, hier unten. Und zweitens, weil ich ja jetzt auch die Flughafenfeuerwehr hier so ein bisschen angeschoben habe, habe ich mich so ein bisschen drüber schlau gemacht. Ja. Ne, man muss ja auch wissen, was man da baut, ne? Und wieso, weshalb, warum. Und diese Notfallflughäfen, die müssen einen gewissen Standard erfüllen. So, ja, in Deutschland grundsätzlich erstmal alle größeren Verkehrsflughäfen können diesen Standard erfüllen, sofern natürlich das Flugzeug dort auch landen kann. Ne? Das ist natürlich klar. Ich meine, so ein, was weiß ich, ein 318, den kriegst du auch in Braunschweig gelandet. Mit der 747 wird es jetzt schon ein bisschen eng. Ja, den könntest du vielleicht auf der A2 not landen, wenn die Brücken da nicht wären. Könnte man auf der 39 vielleicht schaffen. Bräuchte man aber Nord- oder Südwind. Ist ja jetzt auch relativ völlig egal. Ich meine, Hannover ist ja auch ums Eck. So. Was wollte ich sagen? Ja, natürlich. Es gibt in Deutschland ja gewisse Flughäfen, die nicht unbedingt der öffentlichen Hand unterliegen oder privat sind, sondern die dem Staat gehören. Wie zum Beispiel ungefähr die Hälfte aller Luftwaffenstützpunkte. Oder sogar alle Luftwaffenstützpunkte. Köln-Wahn stellt da sicherlich eine Ausnahme, genauso wie Rostock-Lage. Aber ansonsten, wir haben dann natürlich auch noch so die größeren, zum Beispiel um bei Rendsburg, ne, also Hohn, beim Lufttransportgeschwader 63. Dann haben wir hier Jagel in Wittmund und so weiter und so weiter. Und dann in Süddeutschland, wo ich mich auch gar nicht mehr so wirklich auskenne. So, das sind meistens auch alles Pisten, wo notgelandet werden darf. Jo. Rammstein, natürlich. Ne, es ist auch ausschließlich, oder es ist auch eindeutig so definiert in den FAA-Richtlinien, dass auf Luftwaffenstützpunkten der US Air Force notgelandet werden darf. Andere Länder stellen sich da durchaus ein bisschen quer. Gut, in Deutschland ist das natürlich. Also auf den NATO, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, auf den NATO-Stützpunkten kann notgelandet werden. Ne, da sind wir natürlich alle so ein bisschen, ja, bisschen weltoffen. So, wollte ich auch noch mal ganz kurz dazu erwähnt haben, weil, wie gesagt, ich finde, man muss immer auch so ein bisschen Hintergrundwissen haben. Warum mache ich das Ganze? Was ist daran vielleicht so ein bisschen interessant? Und ja, zum Beispiel, wisst ihr eigentlich den Hintergrund, warum es hier, jetzt kann ich euch das natürlich noch nicht zeigen, warum es überhaupt bei der Feuerwehr Notfallrettungstreppen gibt? Kennt ihr den Grund? Ich meine, auf so einem Flughafen stehen ja durchaus genug rum. Ja, der Grund ist einfach der, die Dinger sind exgeschützt. Ja. Aber muss man ja auch, ich meine, klar, wenn man drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn. Ne, und vor allem, die sind in der Höhe anpassbar, die passen an jeden ran. Ich meine, für einen Normalfall für einen A380, da gibt es keine Treppen. Die fahren alle an die Passagierbrücken ran. Da gibt es aber so keine Treppen. Ne? Muss man ja auch mal drüber nachdenken. So, deswegen sind die Dinger A, exgeschützt, B, sind sie höhenverstellbar, sodass sie in der Regel für alle gängigen Modelle zumindest an diesem Standort passen. So. Denk mal, das wird auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das heißt, am ICAO-Standard oder ICAC, ich weiß nicht, an diesem Dingens-Standard. Ich bin kein Flughafenexperte, noch weniger bin ich ein Flugexperte. Da gibt es ja diese komischen Code-Standards, Gedöns, und das ist da natürlich alles genau niedergeschrieben. Und entsprechend würde ein Flugzeug sowieso nicht mal eine reguläre Landeerlaubnis dort bekommen, wenn der Standard für dieses Flugzeug gar nicht gewährleistet ist.
Ne, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie relevant ist. So, jetzt stellen wir uns mal vor, hier diese Feuerwehr hätte nur ein FLF oder nur zwei FLFs. Dann kannst du davon ausgehen, dass eine 747 dort gar nicht landen darf. Ne, dass er vielleicht nur ein 318, 319 landen darf von Airbus. Wenn überhaupt. So. Was natürlich hier bei dem Flughafen in der Größenordnung. Da darf eigentlich alles, was irgendwie Flügel hat, landen. Zumindest alles Gängige. Müsste sogar wahrscheinlich die große Antonov landen dürfen. So. Können uns das ja auch mal ganz kurz nochmal anderweitig angucken. Und zwar, ja, Hartenholm, da will ich jetzt nicht hin. Münster will ich auch nicht hin. Wo sind wieder mal hier ein bisschen rauszoomen? Rendsburg. Hier oben will ich hin. Genau, Flieger Horst Hohn. Das hier zum Beispiel. Also hier können auf jeden Fall die Medivac-Maschinen vom Typ. Ich glaube, das ist 321. 319, 321, die können hier auch auf jeden Fall landen. Also kann man pauschal mal festhalten, das wird wahrscheinlich die längste Piste in Schleswig-Holstein sein. Ne, ich denke mal, gut, Jage wird wahrscheinlich eh nicht lang sein. Ja. Ne? Müsste man sich jetzt nochmal schlau machen, aber die 0523, die wird wahrscheinlich genauso lang sein. Wo natürlich aber in Hohn die Infrastruktur gegeben ist für die größeren Maschinen. Muss man natürlich ganz klar sagen. Wie dem auch sei, ist jetzt auch völlig irrelevant und egal. Darum geht es jetzt nicht. Ich wollte das Thema, wie gesagt, nur mal grob anschneiden. Ja. Im Übrigen gehe ich mal davon aus, dass hier auch Not gelandet werden darf. Wobei die hier in derselben Lage sind. Also wäre das nur interessant, wenn gesperrt ist. Ne? Oder wenn der nicht mehr hoch genug ist und von unten kommt. So. Dann lasst uns doch mal gucken, was wir hier hinschicken müssen. Damit wir auch so ein bisschen Einsätze machen. Und nicht nur die ganze Zeit dummes Zeug labern, so wie ich das gerne jetzt tue. Ja, muss aber auch mal sein. Ne? Also muss man ja auch mal ganz klar sagen. So. Ja, dann zu gestern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann mich da definitiv dran gewöhnen, dass wir mittwochs immer so einen kleinen Leitstellen-Stream machen, dass wir da wirklich auch nur Leitstelle streamen, die Folge auslassen und dafür eine Live-Folge machen. Würde ich persönlich definitiv favorisieren, wenn ich ehrlich bin. Ne, also das hat mir so eigentlich ganz gut gefallen, das können wir so gerne beibehalten. Denk mal, das wird auch so ein bisschen in eurem Interesse sein. Das bedeutet natürlich, wir werden das halt schon Spiel in keinem anderen Livestream machen. Also auch nicht am Wochenende. Da werden wir ganz regulär die Folgen machen. So. Wollte ich mal an der Stelle kurz gesagt haben. Lalalala. Dann machen wir noch mal eben so ein paar kleinere Einsätze und dann ist die Folge nämlich auch schon gleich wieder vorbei. Ja, ich achte da momentan drauf, dass sie so, ja, so im Bereich von 15 Minuten liegen. Weil, ja, ich habe da so das Gefühl, das wird in Zukunft alles nicht mehr so ganz einfach werden. Mit diesen längeren Videos. Könnte man nämlich vorstellen, dass das dann irgendwann noch für Exklusiv-Content längere Videos gibt. Sagt mir irgendeine Stimme. Ich habe noch nichts gehört, nein, um Gottes Willen, das geht jetzt einfach wirklich so darum, die Tatsache. Und da will ich jetzt einfach mal so ein bisschen ein Auge drauf werfen. Ob es klappt oder nicht, klappt das. Ja, nichtsdestotrotz sage ich mal, wir hören uns in der nächsten Folge. Und zwar, die kommt dann morgen. Schon auf dem Freitag. Yo. Ja, gucken wir mal, was Eintracht Frankfurt heute Abend reißt oder nicht reißt. Ich drücke ja mal so ein bisschen der deutschen Mannschaft die Daumen. Ich sag da mal, bis tomorrow in the evening. Tschüssikowski.